Einen wunderschönen guten Abend am heutigen Donnerstag. Der vierte Handelstag der Woche ist mittlerweile Geschichte. Die US-Märkte haben geschlossen und wir können hier an dieser Stelle noch einmal zum letzten Mal diese Woche zu einer etwas anderen Zeit auf die Märkte blicken, auf die Handelsideen, auch für den morgigen Freitag. Den Blog habe ich schon aktualisiert. All diejenigen, die jetzt auch live zuschauen, von meiner Seite her einen wunderschönen guten Abend und auch wieder die Aufforderung, wenn Fragen sind, dann scheuen Sie sich nicht, direkt hier live im Chat diese Fragen auch zu stellen. Alle anderen, die das Ganze am morgigen Freitag schauen, das sind die Handelsideen, die Besprechung der Handelsidee für den Freitag. Das habe ich im Blog auch für Sie schon hochgestellt. Wir starten wie immer in die Besprechung mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit gehen wir weiter in die Nachrichten für den morgigen Handelstag hinein. Normalerweise gibt es in den Freitagswebinaren auch noch die Wochenvorschau. Das mache ich dann für Sie nächste Woche. Also am Montag in dem Morning Briefing sozusagen schauen wir zum einen auf natürlich die Dinge, die am Montag auf uns warten, aber natürlich auch die wichtigsten Nachrichten in der kommenden Woche. Das machen wir dann ganz in aller Ruhe hier, nicht von meinem Urlaubsdomizil. Das machen wir, wenn ich im Büro bin. Aber was gibt es morgen? Morgen um 8 Uhr gibt es die Einzelhandelsumsätze für Deutschland. Um 11 Uhr gibt es dann die Verbraucherpreis, hier die Kernrate, um den ganzen Markt des Verbraucherpreises drumherum. Noch einige Informationen, all das hier um 11 Uhr. Weiterhin spricht um 11 Uhr EZB-Mitglied Mersch. Auch das kann immer wieder Bewegung in die Märkte hineinbringen, gerade in den Währungsmarkt mit den Euro-verknüpften Währungen. Hier natürlich der Fokus auf den Euro-US-Dollar. Dann gibt es um 11 Uhr noch die Arbeitslosenquote, bevor es dann nach der Mittagspause in den USA um 15 Uhr eine Rede von FOMC-Mitglied Williams gibt. Dann gibt es um 15.45 Uhr, Sie sehen, der Tag ist gespickt mit Nachrichten. Gibt es den Chicago Einkaufsmanager Index? Dann haben wir hier am Abend dann noch, wie immer jede Woche Freitag, die sogenannten CFTC, spekulative Nettopositionen in den Ölen, Gold, dann S&P 500, in den Währungen, also all das, was die Futures angeht. Da kriegen wir Einblick in die Bücher der Big Boys sozusagen und können entsprechend für diejenigen, die das auch im Trading interessant ist, den COT-Report entsprechend lesen. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt, Fragen sind keine, für die Nachrichten morgen im Chat zu sehen. Gehen wir direkt in die Handelsideen rein. Ich habe veröffentlicht für Sie, wir schauen in den italienischen Aktienmarkt, den MIB. Wir schauen auf das Währungspaar Kandollar, Schweizer Franken und Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und wir beginnen hier mit dem Chart vom Kandollar Schweizer Franken. Den habe ich für Sie hier gerade auch mit offen. Und da schauen wir uns natürlich wieder den Tageschart an. Der ist hier jetzt das, was wir im Endeffekt brauchen für die Handelsideen zur Besprechung. Wir haben hier einen Markt. Sie sehen es hier selbst. Der ist sehr, sehr stark nach oben geschossen und hier oben in diesen Widerstandsbereich reingelaufen, um dieses Hoch, aus dem man war es gewesen, Anfang August, das Hoch, das hatten wir hier bei 0,76776. Sie sehen, der Markt ist drüber gelaufen, aber er konnte sich nicht darüber etablieren. Wir sind danach direkt hier in eine weite Korrektur hineingelaufen. Wir sind jetzt schon wieder sichtbar unter diesem Ausbruch hier, unter diesem Ausbruchslevel, wo wir hier drüben die starke, starke Bewegung nach oben gestartet haben. Das war so der Bereich um die 0,75012. Und Sie sehen, hier unten in diesem Bereich sammelt sich der Markt so etwas. Ne? Wir haben jetzt hier, sehr schön sehen wir diesen Abwärtstrend. Der hatte hier sein Trendtief aktuell bei 0,74692, ist dann sehr, sehr schön hochgebounced, hat aber hier oben dann um die Marke von 0,75645 ja sein vorübergehendes Hoch gefunden. Hier haben wir gesehen, da gab es immer wieder sehr, sehr starke Abverkäufe in diesem Bereich. Und das ist das, was natürlich etwas unschön ist. Das ist etwas an Schwäche, was wir hier sehen. Danach ging der Markt wieder runter und hat hier, Sie sehen es hier unten, direkt wieder angefangen mit nach oben zu laufen. Das heißt, hier kam dieser Bounce von unten nach oben und jetzt stehen wir hier an einer Stelle, wo wir sozusagen sagen können, es läuft wieder in Richtung Norden nach oben. Das ist interessant zu sehen. Was genau ist interessant? Dass hier etwas Stärke reinkommt und wenn diese Stärke tatsächlich erhalten bleibt, dann könnte möglicherweise dieser Bereich hier um dieses Tief bei 0,74692,
den Boden dafür bereiten, dass wir hier den nächsten Schub nach oben bekommen. Wenn das passiert, natürlich hier über dem Tagestief dieser Kerze, Tageshoch, entschuldigen Sie, das liegt bei 0,75186. Ich markiere das gleich auch mal noch mit einem kleinen Fähnchen hier oben dran, also knapp hier oben rauf, da oben, da müssen wir es dran haben. Das ist das Tageshoch, da muss der Markt natürlich erst einmal drüber, da muss ich diese Dynamik sozusagen nach oben hin fortsetzen und das ist das, was wir hier entsprechend auch brauchen. Das heißt, der Markt muss hochlaufen und dann hier über die 0,75467 hin zu diesem Support, beziehungsweise vom Support hin zu diesem Widerstandslevel bei 0,75645. Und wenn wir da dann entsprechend drüber gehen, das wäre dann die Situation, dass wir hier unten drunter dann entsprechend einen Aufwärtstrend generieren können. Und das wäre ein sehr, sehr positives Signal, weil wir würden sehen, da gäbe es dann den Richtungswechsel. Und das wäre dann tatsächlich die Chance, dass wir hier einen Markt sehen, der von oben nach unten kam und dann wieder rumdrehen will, weil er hier entsprechend einen Aufwärtstrend bildet. Also das bleibt dann entsprechend zu sehen, wie der Markt nach oben läuft, was er macht. Aber wenn er dann rumdreht, dann haben wir jetzt hier eine tiefe Korrektur nach unten bekommen und können dann schön den Markt nach oben löwen. Lücker, ich grüße dich, einen schönen guten Abend von mir an dich. So, damit hier weiter im Geschehen mit dem nächsten Index sozusagen. Nein, nicht mit dem Index, wir nehmen das nächste Währungspaar. Wir gehen jetzt rein in den Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Einen kleinen Augenblick, da mache ich kurz den Tausch an dieser Stelle und dann gehen wir hier ins Währungspaar. Da brauchen wir auch erst einmal wieder den Tageschart vom Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Geben Sie mir einen kurzen Augenblick, ich suche es direkt raus. Hier oben ist es im grünen Bereich mit drin, also eine der Währungen, die hier oben auch im wichtigen Bereich immer wieder angeschaut wird. Und damit starten wir hier mit einem Markt, der wirklich auch sehr, sehr schön nach oben gelaufen ist. Hier sehen wir sehr, sehr schön diesen Aufwärtstrend, der hier Stück für Stück hochgeht. Und jetzt sehen wir hier in den letzten beiden Tagen, wir hatten ja hier unten sehr, sehr schön diesen Bodenbereich hier, was jetzt dann entsprechend das aktuelle Tief dieser Korrektur gewesen ist, um die 0,67529. Und da läuft der Markt hoch und steht jetzt hier in den letzten beiden Tagen, hat er wirklich mal versucht, hier diesen Widerstand oben rauszunehmen. Hier gestern, am gestrigen Tag, sind wir, also am Mittwoch sozusagen, sind wir schon mal drüber gelaufen, über diese Marke 0,68868 waren wir da. Da sind wir leicht oben drüber gelüpft, haben dann aber wieder abverkauft. Diese Schwäche haben wir heute gesehen. Das heißt, der Markt, der sammelt sich hier an dieser Stelle so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen seitwärts, in der Stunde sieht man hier eine gewisse Seitwärtstendenz, aber es ist ein Sammeln auf relativ hohem Niveau. Und hier an diesem Markt, an dieser Schwelle, ist es jetzt natürlich entscheidend, wie es hier weitergeht. Entweder wir bekommen hier wirklich nur so ein bisschen Seitwärtsbewegung und der Markt läuft direkt wieder hier oben drüber, weil diese starke Kerze hier ist schon ein sehr, sehr mächtiges Zeichen gewesen. Bleibt der Markt jetzt nach dieser kurzen Schwächephase des heutigen Handelstages sehr, sag ich mal, motiviert weiter nach oben zu laufen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir hier definitiv über diesen Widerstand drüber laufen und dann die nächsten Hochs hier angehen. Schauen wir mal hier rüber in diesem Markt. Hier drüben haben wir das entsprechende Tief hier. Schaut mal, das Hoch hier, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Da haben wir schön das Korrektur hochliegen an der Stelle und dann darüber noch ein Korrektur, ein Tageshoch. Und zwar beide Marke bei 0,69220. Das ist diese untere hier, das ist dieses Trend hoch, also dieses Korrektur hoch sozusagen, das Abwärtstrend. Und hier drüber dann kurzes Stückchen drüber das Tageshoch. Darüber liegt dann natürlich gleich noch das nächste Tageshoch, das haben wir hier liegen. Also die liegen allesamt relativ eng beieinander. Das heißt, wenn wir hier Dynamik oben raus sehen, wir sehen, wie lang diese Kerzen hier mittlerweile in den letzten Tagen auch gewesen sind, da ist es auch ohne weiteres möglich, dass wir direkt dann, wenn wir hier oben drüber wuppen, dann hier oben reinlaufen und diese entsprechenden Marken einfach mit rausnehmen. Das ist der Verlauf, wenn wir uns jetzt direkt wieder in Fortsetzung dieses Trends begeben, den ich hier für Sie grün markiert habe. Die Alternative hier steht, wie wir das häufiger auch sehen, auch zu Buche. Das heißt, wir sehen hier oben erst einmal noch ein bisschen mehr an Korrekturverlauf. Da ist es jetzt wichtig, wie sich der Markt hier unten am Tagestief von heute verhält. Das haben wir hier bei 0,68370. Da ist es entscheidend. Laufen wir hier drunter? Das wäre dann der Fall, dass der Markt rumdreht und etwas tiefer läuft. Da haben wir dann hier diesen Staubereich, den haben wir im Stundentrend. Da sehen wir hier auch diese eng liegenden Tageshochs aneinander. Da haben wir jetzt in der Stunde auch gesehen, dass dort immer einiges passiert ist. Wir schauen auch gleich mal in die Stunde rein. Wenn dieser Markt hier natürlich bricht, das wäre dann ein Zeichen dafür, dass der Markt deutlich tiefer will.
Nächste Marke, die wir hier haben, das ist dann die 065529. Da müssen wir dann erst einmal schauen, wie der Markt hier entsprechend reagiert. Und dann besteht natürlich auch die Gefahr, wenn wir hier oben rangelaufen sind und direkt abverkaufen und direkt weit nach unten laufen, dass wir hier untergeordnet entsprechend dann wieder Abwärtsdynamik bekommen und der Markt nach unten läuft. Das haben wir jetzt aktuell definitiv noch nicht, aber wir müssen als Händler auf alle Fälle auch auf dieses Szenario vorbereitet sein, dass der Markt hier entsprechend auch mal rumdrehen kann. Und das schauen wir uns jetzt mal in der Stunde an, was wir hier sehen. Hier sehen wir nämlich sehr, sehr schön diesen Hochlauf. Ich zoome diesen Markt mal kurz etwas weiter zusammen. Das heißt, wir haben hier sehr schön diesen entsprechenden Abwärtstrend nach unten. Hier gab es dann nochmal Dynamik unten runter und dann schob es den Markt weiter runter. Und Sie sehen, was jetzt passiert ist. Jetzt sind wir hier trendförmig nach oben gelaufen, haben diesen Wahnsinnsschub hier reingemacht und jetzt bildet sich so ein bisschen wie Abwärtsdynamik. Hier sehen wir auch die Trends in den unterschiedlichen Größen wieder ineinander laufen. Und jetzt ist es halt wirklich sehr, sehr wichtig. Laufen wir hier drunter, dann haben wir hier definitiv einen Abwärtstrend, der erstmal diesen großen Schub, den wir hier in der Stunde gesehen haben, weiter nach unten korrigiert. Und wenn wir dann hier diesen Staubereich mal betrachten, Staubereich deswegen, weil wir hier oben erst noch ein bisschen gezögert haben, bis wir runtergelaufen sind und dann, als wir hochgelaufen sind, wieder haben wir ein bisschen gezögert, bevor wir drüber gelaufen sind. Deswegen Staubereich, man kann das Ganze auch natürlich Unterstützung nennen. Hier kommt es drauf an, was der Markt macht. Schieben wir dann tatsächlich wieder runter, dann haben wir hier natürlich erst einmal einen astreinen Abwärtstrend, der dann nach unten schiebt und dann steht natürlich die Gefahr im Raum, dass wir hier in diesen unteren Bereich reinlaufen. Da haben wir Anlaufpunkte hier an diesen Stellen im kurzfristigen Bereich, wenn wir dieses kleine hier sehen. Also da gibt es dann doch einiges, was relativ nah aneinander liegt, was dann deutlich für Dynamik nach unten sorgen kann. Und dann liegen wir hier unten dann schon wieder im Tagesbereich bei 067529, wo wir hier diesen entsprechenden tiefen Punkt hatten, was das aktuelle Korrekturtief ist. Da müssen wir dann erst einmal schauen, wenn der Markt tatsächlich wieder etwas bärisch reagiert an dieser Stelle, was wir dann entsprechend machen können. So, damit die Währungen für den heutigen Tag, also für die Handelsideen für den Freitag besprochen. Schauen wir jetzt mal noch auf einen Index. Wir gucken ja immer mal wieder in die Indizes hinein. Wir hatten den jetzt besprochenen oder jetzt zu besprechenden Markt auch schon das ein oder andere Mal da. Auch ein Markt, der gerne mal gappt, und zwar der italienische Aktienindex Italy 40 hier in diesem Bereich. Und da haben wir aktuell wieder genau so eine schöne Situation, wie wir hier bei diesen Panikgaps nach unten schon mal gehabt haben, wo man sagen kann, mit diesen Gaps kann man entsprechend arbeiten. Hier sehen wir jetzt ja Hervorragendes, und zwar, ich zoome mal ganz kurz etwas näher in diesen Markt hinein, damit wir etwas mehr sehen können. Folgendermaßen, mal kurz in die Historie geblickt. Was hatten wir hier? Wir haben jetzt hier den laufenden Abwärtstrend nach unten. Hier mache ich mal noch ein Stückchen Linie rein. Ich glaube, die ist jetzt grün, das mache ich dann gleich rot. Beziehungsweise wir können das ja schon mal grün lassen. Warum komme ich hier auf die Idee, das grün zu zeichnen? Es könnte unter Umständen geschehen, dass wir hier in Kürze einen Aufwärtstrend sehen. Was bringt mich denn zu dieser Grundidee? Erst einmal zu verstehen, wie verhalten sich denn die Marktteilnehmer? Schaut mal, wir haben hier unten das Tief, das aktuelle Trendtief. Das haben wir bei 18.400 und ungefähr 10 Punkten stehen. So, da lief der Markt hoch, schön dynamisch, hat also schön rumgetreten, dieser schönen Long-Umkehrkerze hier unten in diesem Bereich. Dann hat er natürlich sehr, sehr tief entsprechend korrigiert. Was ist jetzt hier passiert? Jetzt läuft der Markt hoch. Schaut euch das mal an. Und was haben wir hier? Wir haben ein höheres Tief. Das ist erstmal das erste Signal, wo man sagt muss, hoi, schau da mal hin, jetzt sind wir erst einmal nicht tiefer gefallen und laufen aber wieder hoch. So, hier oben haben wir jetzt diesen, ja, sag ich mal, Widerstandsbereich oder ich sag mal, dieses Bewegungshoch. Also, das ist jetzt zwar alles noch Korrektur, aber wenn das Ganze ein Aufwärtstrend wird, ist das dann sozusagen die Initialzündung gewesen. Da ist ein Widerstand bei 19.600 und knapp 18 Punkten etwa. Das ist dieses Tageshoch, was wir hier gehabt haben, bevor das wieder abverkauft worden ist. So. Hier unten dann den Schub nach oben und jetzt dieses Gap. Was macht denn dieses Gap? Das ist jetzt ein Gap, natürlich, alles klar. Aber wenn es ein 24-Stunden-Markt gewesen ist, der 7 Tage die Woche durchlaufen würde, hypothetisch angenommen, gibt es natürlich nicht. Aber dann ist ja das nichts anderes als einfach nur eine Bewegung, die von hier unten stark nach oben gelaufen ist. Ja? Das ist das Ganze. Und was sehen wir hier an dieser Stelle? Das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen die Korrektur des Ganzen. Und diese Korrektur des Ganzen, die läuft momentan auf eine Art Zeitwärtsniveau ab. Und das ist jetzt die interessante Geschichte.
Wenn das hier, das ist, nachdem es aussieht, dass die Märkte auch positiv in die nächste Woche hineingehen könnten, ja, dann wäre es durchaus möglich, dass wir hier eine hohe Flagge sehen. Und eine hohe Flagge nach so einem schönen Schub nach oben ist natürlich ein sehr bullisches Zeichen. Und wenn der Markt das nach oben aufnimmt, das heißt, wir hier tatsächlich jetzt positive Dynamik bekommen, dann haben wir die Chance, hier oben drüber zu laufen, die ganzen Tageshochs hier drüben mitzunehmen. Und dann stehen wir nämlich schon hier oben drüber. Und dann haben wir die Situation, dass wir hier untergeordnet einen Aufwärtstrend haben. Dann haben wir die Chance, dass wir hier oben drüber laufen. Dann haben wir auch hier im übergeordneten Bereich erst einmal einen Aufwärtstrend. Und wenn wir dann noch über dieses Hoch hier drüber laufen bei 19.908 Punkten, Sie sehen, das steht auch, ist auch gar nicht alles so extrem weit auseinander entfernt, dann haben wir hier positive Dynamik. Und das kann dann für deutlich steigende Kurse im mittelfristigen Bereich sein. Also Sie sehen auch hier, im italienischen Markt sehr, sehr spannend, was wir hier sehen, und deswegen ist das Ganze auch als die Handelsidee für den Freitag mit reingekommen. Wir müssen mal schauen, ob es morgen schon zum Ausbruch kommt. Wir gucken noch mal kurz auf die US-amerikanischen Märkte. Wir sind ja hier sozusagen ja nicht allzu weit vom Handelsschluss entfernt, und bei den US-amerikanischen Märkten sehen wir heute etwas, das gefällt mir. Nicht nur eigentlich, sondern, wie meine Englischlehrerin gesagt hat, und uneigentlich auch, es gefällt mir ganz gut, was wir hier sehen. Und zwar sehen wir hier nach diesem schönen dynamischen Schub hier in diesem Widerstandsbereich um die 2750 Punkte in etwa, sehen wir eine interessante Sache, und zwar, wir sehen jetzt keinen Abverkauf. Ne? Wir hatten das Ganze schon ganz anders, als wir hier Dynamik gesehen haben, und dann kam plötzlich wieder Schub nach unten rein. Das sehen wir hier momentan nicht. Wir sehen ein Halten auf relativ hohem Niveau. Wir hatten ja gestern die Rede vom Herrn Powell, der gesagt hat, was das, wo die Inflation gerade steht, das heißt unterhalb des aktuellen Normbereichs oder des Bereiches, was normal wäre, etwas unterhalb, da sehen wir, da kommt ein bisschen Dampf vom Kessel runter. Der Ölpreis hat da wahrscheinlich auch einiges an Inflationsdruck aus dem Kessel abgelassen, der stark gesunken ist, und das bringt jetzt wieder den positiven Effekt für die Aktienmärkte, wenn man sieht, es ist zwar nicht so ein hoher Druck auf die Zinssituation, da die Zinsen werden weiter steigen. Das haben wir heute auch gehört in den Nachrichten von der Fed, die heute veröffentlicht worden sind. Und nichtsdestotrotz hat der Markt hier mit der Aussicht, dass die Zinsen weiter steigen werden, nicht abverkauft. Die Angst war halt gewesen, dass wir überbordende Zinsen bekommen, dass wir hier eine Situation bekommen, wo die kurzfristigen Zinsen höher sind als die mittel- bis langfristigen Zinsen. Das ist ganz, ganz schlecht für den Aktienmarkt. Davon gehen wir jetzt erst einmal nicht aus, heißt also Positivdynamik. Und wenn das Ganze mitgenommen wird, vielleicht gibt es morgen einen kleinen Abverkauf, das wissen wir nicht, also am Freitag sozusagen. Das kann alles passieren, aber wir haben jetzt erst einmal nicht die Panik, dass wir gleich sehen, steigende Kurse werden sofort wieder abverkauft. Das wäre schön, und dann haben wir hier ähnlich, wie wir das gerade beim italienischen Aktienindex gesehen haben, tatsächlich die Chance hier, ja, das Ganze mit einem höheren Tief etwas weiter nach oben zu begleiten. Bleibt spannend, aber das ist mal das, was wir hier gesehen haben. Und dann gucken wir uns noch mal ganz kurz den Euro an. Den hatten wir ja auch gesehen hier im gestrigen Tagesbereich, wo er sehr, sehr stark nach oben gegangen ist, weiterhin übergeordnet, abwärts gerichtet. Jetzt die Korrektur. Bleibt spannend, wie es ist. Auf alle Fälle hier alles noch beim Alten. Wir sind weiterhin von der übergeordneten Dynamik abwärts gerichtet. Was wir hier sehen, jetzt ist jetzt Korrektur. Und auch hier haben wir sozusagen heute einen sogenannten Follow-Through-Day. Nach dem Schub von gestern ging es heute auch wieder etwas nach oben. Es bleibt also spannend, was der Markt hier macht, ob er wieder rumkehrt und so ein schönes Umkehrsignal gibt wie hier oder hier oder hier oder hier, oder ob wir tatsächlich Dynamik nach oben sehen. Das muss man zeigen. Aus wirtschaftlicher Sicht müssen wir erstmal schauen. Der Markt ist weiter abgerichtet, abwärts gerichtet. So viele Unterschiede gibt es nicht. Also von der Seite her alles gut, und ich sage tschüss für heute. Ludger, danke für die Grüße. Auch dir eine gute Nacht und allen einen schönen Start ins Wochenende. Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche Montag wieder zu gewohnter Zeit um 8.30 Uhr mit der Besprechung der aktuellen Handelsideen. Vielen Dank für Ihre Zeit und allen ein gutes Wochenende.